Heute machen wir eine Schwarzbrottorte, entweder in der Variante mit Lachs oder mit Schinken oder und Salami. Ihr nehmt vom Schwarzbrot so viel, dass ihr eine Springform, eine runde Springform auf dem Boden belegen könnt. Ihr müsst das Ganze ein bisschen stückeln, sodass es dann passt und kleine Lücken mit Schwarzbrotstückchen ausfüllen. Dann kommen die Zutaten Butter, Senf, Zwiebel und Salz, Pfeffer und Schnittlauch. Bei der Lachsvariante dann natürlich Dill statt Schnittlauch. Dazu macht ihr bei der Lachsvariante dann noch ein bisschen klein gewürfelten Lachs in Scheiben und bei der Schinken-Salami-Variante könnt ihr da noch ein bisschen klein gewürfelten Schinken oder Salami, 100 Gramm oder je 50 Gramm, in diese Mischung mit reingeben. Dann verteilt ihr das Ganze. Erstmal musst ihr das mit einer Gabel durch und dann verteilt ihr das Ganze auf dieser Schwarzbrotlage. Ein bisschen mit dem Löffel zerdrücken, aufpassen, dass das Brot nicht wieder hochkommt. Dann schön verstreichen, dass alles gleichmäßig dick auch verteilt ist. Das ist ja eine Buttervariante, die so ein bisschen klebt. Und darauf kommt dann die nächste Lage Schwarzbrot. Da müsst ihr auch wieder ein bisschen stückeln und schön andrücken. Auf diese zweite Lage kommen dann, also kommt eine Füllung aus den Zutaten Frischkäse, saure Sahne, Schnittlauch für Salami-Schinken oder eben Dill für die Lachsvariante und eine Ecke Kräuterschmierkäse. Das Ganze wird verrührt und auf diese zweite Lage Schwarzbrot gegeben. Es wird auch wieder schön verteilt. Und darauf kommt dann entweder in Lagen Schinken und oder Salami oder der Lachs. Und ganz oben auf gebt ihr dann für Schinken und Salami eine Gemüsegarnitur aus Gurke, Kräutern, Paprika. Ihr könnt auch Radieschen nehmen, je nach Geschmack und auch so ein bisschen das Auge isst mit. So sieht die Torte aufgeschnitten aus. Schmeckt am nächsten Tag natürlich viel besser, deswegen unbedingt einen Tag vorher machen. Dann ist sie schön durchgezogen und wird wie ein Kuchen angeschnitten. Das ist jetzt nochmal die gekochte Schinken- oder Salami-Variante. Und bei der Lachs-Variante müsst ihr natürlich den Scheibenlachs oben aufgeben auf die letzte Frischkäsemischung. Und dann dekoriert ihr das Ganze mit Gurken, mit Eiern, mit Kräutern und stellt es über Nacht in den Kühlschrank. Guten Appetit!